Florian David Fitz ist einer der beliebtesten Schauspieler in Deutschland. Mit seiner charmanten und witzigen Art erobert der 41-Jährige vor allem die Herzen seiner weiblichen Fans. Man könnte meinen, den Drehbuchautor bringt so schnell nichts aus der Fassung. Doch bei der Premiere des Films Willkommen bei den Hartmanns verrät der gebürtige Münchner, wer ihn manchmal zum Weinen bringt. Du, meine Schwester sagt zwei Sätze, also wenn es die richtigen Sätze sind, und ich bin so sauer. Ich werd dann so sauer, dass mir echt die Tränen kommen, weil ich so sauer bin. Das habe ich manchmal auch. Ich habe das auch, wenn ich anfange zu heulen. Selbst in der Familie Fitz herrscht offensichtlich nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Trotzdem verbindet einen als Bruder und Schwester eine Menge. Ja, ich war mein Lebtag nicht froh mit meiner eigenen Schwester, so wie das ist mit Geschwistern, und irgendwann ist man froh. Ich fand den Spruch so gut, den du mal gesagt hast, von deiner Mutter. Sie hat gesagt, das ist der Mensch, der dich am längsten begleiten wird. Sie hat gesagt, selbst die Freunde, die lernst du erst später kennen, aber deine Schwester kennst du von Tag 1 und vermutlich bis zu dem Tag, wo einer von euch stirbt, was vermutlich ziemlich spät sein wird. Die eigene Familie kann man sich nun mal nicht aussuchen. Und auch in Florian David Fitz muss sich eben ab und an mit alltäglichen Geschwisterproblemen herumschlagen.